Mein Dad ist schlecht gelaunt. Er will nicht, dass ich mich mit Jungs verabrede. Hoppla, das habe ich extra gemacht. Hab dich, Dad. Seine Tochter kann auch Streiche spielen, nicht nur er. Ein Basketballplatz ist ein Treffpunkt für echte Männer. Zwei Generationen stehen sich gegenüber. Hey, you. Ist das eine Herausforderung? Mal sehen, wer stärker ist. Was für ein Treffer! Die Fans jubeln! Die Jugend gewinnt mit 30:0. Tut mir leid, das liegt wohl am Alter. Du bist außer Form. Ich habe zweifellos gewonnen. Auf Wiedersehen. Möchtet ihr unglaubliche kulinarische Leckerbissen und die köstlichsten Rezepte kennenlernen? Abonniert den Cooktastic-Kanal. Ihr findet den Link in der Beschreibung. Mein Dad lernt heute meinen neuen Freund Sin kennen. Oh nein, nein, nein. Das ist der Albtraum für jeden. Ich glaube, wir kennen uns bereits, Sin. Du hast nicht damit gerechnet, diesen alten Kerl wiederzusehen, oder? Ich hab's echt vermasselt. Und die Tochter ist die Einzige, die nicht versteht, was hier los ist. Aber es sieht nach einer brenzlichen Situation aus. Schön, dich kennenzulernen, Sin. Die Tochter kommt zu spät zu ihrem Date. Und hier ist eine Nachricht von ihrem Freund, wo sie hin soll. Gut, gut, gut. Also wartest du schon? Oh, ich besorg dir ein Date, Junge. Er wird alles für seine geliebte Tochter tun. Sogar die gruseligsten Schönheitsbehandlungen. Weil er doch ein richtiger Mann ist. Und hier ist er. Er sitzt und überlegt, wie er seine Tochter austricksen kann. Ich bringe ihm eine Lektion bei. Lass uns ein Foto machen. Lächeln. So, erledigt. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch das Foto von diesem Fremdgeher an meine Tochter schicken. Dad, wie konnte er mir das antun? Moment mal. Du bist diese Frau gewesen. Mach dein Nagellack ab. Ich gehe auf ein Date. Die beiden sind mit dem Abendessen beschäftigt. Gutes Timing. In der Zwischenzeit wird Dad das Smartphone von Sin durchstöbern. Ich speichere meine Nummer unter dem Namen Honey. Diesmal kommt er nicht davon. Guten Appetit! Lasst uns die Show starten. Jemand namens Honey ruft Sin an. Hey, wer ist das? Wer ruft dich an? Gehst du etwa fremd? Ich werde dich und dieses Mädchen verprügeln. Es hat geklappt. Gute Arbeit, Dad. Was für ein romantisches Date. Ein gemütliches Restaurant, Kerzen und tolle Gespräche. Und das ist meine Überraschung. Dieser Gitarrist spielt ihr romantisches Lieblingslied. Oh oh, ich glaube, hier stimmt etwas nicht. Er hat alle Noten durcheinander gebracht. Ist das wirklich deine Überraschung, Sin? Das hört sich schrecklich an. Mit dem Gitarrist ist alles in Ordnung. Dad hat ihn nur mehr bezahlt, damit er das Date ruiniert. Gute Arbeit! Du bist ein echter Profi. Dad hat ausnahmsweise das Abendessen zubereitet.
Das sieht doch gut aus, oder? Ein leckeres Fleischgericht. Dad hat einen halben Tag damit verbracht, es zuzubereiten. Guten Appetit! Es gibt aber ein Problem. Sin ist Vegetarier. Ihm ist schon schlecht, wenn er nur an Fleisch denkt. Danke, die Zwiebel ist sehr lecker. Oh, Dad hat ganz bestimmte Regeln. Wenn du kein Fleisch isst, bist du kein richtiger Mann. Das ist eine echte Enttäuschung. Dieser Zinn taucht wieder auf. Ausgezeichnet. Ich leg extra nur für ihn Pantoffeln hin. Willkommen, Zinn. Los, komm rein. Zieh deine Schuhe aus. Fühl dich wie zu Hause. Das ist verdächtig. Ihr Dad ist normalerweise nie so nett. Autsch. Deshalb. Die Pantoffeln sind wohl festgenagelt. Dieser Streich ist so alt wie er. Hör auf, mit der Palme zu reden, Junge. Steh auf. Ist alles okay? Na super. Und diesen Hammer kann ich bestimmt später nochmal gebrauchen. Zinn, mal sehen, was wir so gemeinsam haben. Setz dich. Wir schauen uns zusammen ein Spiel an. Cool, ich liebe Fußball. Er hat gesagt, dass wir ein Fußballspiel gucken. Ich rede über Eisstockschießen. Das ist ein intensives Spiel. Okay. Wie kann er sowas mögen? Es ist so langweilig. Aber ich werde einfach so tun, als würde ich sein Lieblingsteam anfeuern. Beweg dein Mob. Ich glaube, er fängt an, mich zu mögen. Yay, los, Champions. Oh, ich hoffe, es ist gleich vorbei. Oh, ein Chip fällt auf den Boden. Das ist gar nicht gut. Hol den Besen. Und in der Zwischenzeit wird er noch mehr Chips für Zinn dalassen. Komm schon, beweg dein Besen. Genau wie beim richtigen Eisstockschießen. Denk an den Sieg. Los, Mann. Ha, perfekt. Jetzt kann ich aufhören, dieses langweilige Spiel zu verfolgen. Hab dich. Hallo, Fußball. Mein Dad ist der Beste auf der ganzen Welt. Aber eine Sache stört mich. Ich darf mich nie mit Jungs verabreden. Komm schon, lauf! Aber er lässt seine Tochter nicht so einfach gehen. Komm schon, Dad. Muss das jetzt sein? Dad denkt, dass seine Tochter wie immer viel zu nah an ihrem Freund sitzt. Staubsauger, erledige deinen Job. Hey, war doch nur Spaß. Hab dich nicht so. Dad wurde krank. Ach nein, er hat Fieber und... Geh weg, Zinn. Was hast du genau? Ich werde mal googeln. Ich kenne diese Symptome. Ich schaue auf Wikipedia nach. Ich bin allergisch gegen Zinn. Das alles passt zusammen. Und hier ist der Beweis. Ich will ihn nicht mehr sehen. Mein Dad hat definitiv eine Krankheit. Ein übermäßiges Streichsyndrom. Jeder kann Wikipedia bearbeiten. Komm einfach nicht in seine Nähe. Zinn, komm her. Kannst du den Kleiderbügel aus dem Schrank holen? Mein Rücken tut so weh. Ja, bleib genauso stehen. Super. Breite, Länge. Also eine Standardgröße. Hey Junge, ich will dir ein kleines Geschenk machen. Welche Holzfarbe magst du? Eher eine dunklere oder hellere? Diese? Sicher? Okay, werde ich mir merken. Und was ist das? Särge in einem offenen Tab? Oh Gott, was hat er vor? Zeit von hier abzuhauen. Na endlich. Ich habe schon ihren Ex vergrault. Und jetzt ist auch Zinngeschichte. So, will noch jemand mit meiner Tochter ausgehen? Legt euch nicht mit mir an.
Wie fandet ihr unseren Dad? Schreibt uns, ob ihr auch so ein Dad haben würdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.